Turn 2. Sehr schön. Da wollen wir hin. Na, kommt wieder Gesichtchen? Nein, kommt diesmal nicht. Wir wissen, was zu tun ist. Sehr interessant, Herr Intrigant. Oder Herr Intendant, könnte man auch. Okay. Das sieht jetzt schon deutlich anders aus. Was haben wir da? Da kann ich nichts mitmachen. Da ist wieder so ein Viech. Die sehen schon deutlich anders aus, die Türme. Beziehungsweise das Inlet. Da ist ein Kristall. Den werde ich mir auch gleich mal unter den Nagel reißen. So, komm her, du. Du kriegst jetzt auch noch einen und du genauso. Pow! Na! Sehr schön, Kristall. So, da hinten war noch eine Truhe. Oh, da ist die Seele. Betrachte die Statuen und die Juwelen in ihrer Stirn. Aha. Rot und grün? Au. Oh. Ich möchte jetzt erstmal an die Truhe, die da unten ist. 30 Taler. Nice, damit können wir uns, wenn wir den Turm hier gemacht haben, die neue Rüstung kaufen. Sollten wir hier drinnen keine bessere finden. Okay. Links ist rot und rechts ist grün. Doppelgrün? Grün, 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 grün. Rot? Ach so, ah, die sind symmetrisch. Oder? Grün, grün, grün. Grün, grün, grün. Ja, die sind symmetrisch. Okay. Ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, oder muss ich die roten umändern oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, echt nicht. Oder muss ich hier jetzt einfach nur eine bestimmte Statue rauspicken? Hm. Kniffli, kniffli, kniffli. Oh, Moment, warte mal. Nee, schieben oder so kann ich die auch nicht? Warte mal. Gerade eben habe ich doch Aktion. Da, schieben. Große Objekte verschieben. Ja. Ah, Moment, muss ich das vielleicht... Moment, ich will einmal probieren. Komm mal her. Ja, einmal ablegen. Okay, nein. Ah, jetzt kann ich die schieben, auf jeden Fall. Kann ich die auch zur Seite schieben? Nein. Upsala. Ah, ha, ha, ha. Sehr schön. Wusste ich's doch. Das wird wahrscheinlich die Treppe nach oben sein. Ich werde mal ganz kurz schauen, da war ja noch eine rote. Erstmal möchte ich probieren, ob das auch geht, wenn ich eine Waffe in der Hand habe.
Ja, geht auch. Okay, zwei Treppen nach oben. Wir nehmen mal die hier zuerst. Wow. Wow. Da ist schon die nächste verloren. Goldene Schalter. Was werden sie auslösen? Okay, irgendwas mit goldenen Schaltern jetzt. Das ist ein roter. Ah, okay. Ich müsste also so oder so beide Statuen nehmen. Und hier spawnen wieder die Gegner neu. Da. Trachte die Statuen und die Juwelen in ihrer Stirn. Ja, ja, das ist mir schon klar. Gut. Au! Au. Nero wurde geröstet. So, gut. Hier haben wir ja schon die nächste Treppe. Hi. Ups. Oh, wen haben wir denn da? Was kannst du? Der Magier starrt dich böse an. Nichts geschieht. Au. Behinderter. Hi, Knolle. Neo, die brauche ich kaum. Ich habe fast volle Leben. Okay, hier ist wieder ein Schalter. Hm. Da ist noch so ein Magier. Nero ist gelähmt, ja. Ja. Au. Die sind echt doof. Nein, ich hab den Schild. Was? Alter, okay, komm. Nero erwidert den Blick. Nein! Nix da. So. Okay, außer dem Magier war hier nichts weiter. Oh. Oh. Gut, damit hätten wir das Rätsel schon. Das war alles. Die verlorene Seele in diesem Raum haben wir ja gefunden. Noch mehr Magier. Ist wieder ein Schalter, aber bevor ich den betätige, werde ich erstmal hier drüben gucken, ob ich hier eine verlorene Seele finde, die mir einen Tipp gibt. Okay, nein. Das heißt, ich muss die Schalter betätigen. Ich betätige trotzdem nochmal den anderen Schalter. Okay, dann gehen wir wohl einfach mal durch. Sie geht nach unten. Ach so, ah, weil ich dadurch gekommen bin. Au! Ah, okay, ah! Okay.
Oh, alles klar, cool, super. Auch hier gibt's dann wieder keine verlorene Seele in dem Raum? Oh Gott, sind das viele Statuen. Da ist auf jeden Fall schon mal eine rote. Hier ist ein Kristall. Wir gucken uns hier erstmal wieder um. Ganz links ist eine rote. Und ganz rechts ist eine rote. Ansonsten ist hier nicht mehr. Okay, irgendwas ist passiert. Ah, das Tor hat sich etwas geöffnet. Das heißt, wenn ich die hier in diese Richtung verschiebe... Oh, upsala, komm her. Na! Das hat sich gut angehört. Ja, sehr schön, Tor ist auf. Ich habe mir den Turm jetzt ehrlich gesagt schwerer vorgestellt. Und da sind wir wieder im letzten Raum. Das heißt, hier werden wir dann noch einmal ein, ja, mehr oder weniger großes Boss-Battle wahrscheinlich erleben. Okay. Ich muss hier noch zuerst an den Schalter ran. Okay. Ah, das heißt, hier wird wahrscheinlich noch irgendwo eine Statue sein, die wir verschieben können. Nicht wahr? Okay, nein. Ist auch nichts, was ich irgendwie werfen könnte oder so? Okay. Das wird doch etwas kniffliger. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Oder könnte es sein, dass ich mit diesem schnellen Leapfrog-Sprung darüber kann? Probieren wir es mal. Oh, Moment, ich habe mich verklickt. Entschuldigung. Okay, nein, auch nicht. Sollte das schon der Zeitpunkt sein, wo ich das erste Mal in der Lösung nachgucken muss? Oder wie, oder was, oder wer? Ich habe ja auch keine Fernkampfwaffe oder sowas. Oder muss ich im unteren Raum noch eine weitere Statue verschieben? Da gucken wir gleich mal nach. Okay, die kann ich nicht weiter verschieben. Dann gehen wir jetzt nochmal auf die andere Seite. Zack, zack, zack. Da sind wir rausgekommen. Vielleicht könnte es jetzt aber auch das schon gewesen sein, dass man diesen Raum einfach zweimal benutzen muss. Ansonsten sind hier keine weiteren Möglichkeiten, Statuen zu verschieben. Okay, nein. Okay, alles klar, Jungs. Ich werde das Internet einmal zur Rate ziehen. Und zwar, wo haben wir denn meinen Browser? Da haben wir meinen Browser. Ich habe sowas von keine Ahnung, wie ich an diesen Schalter da rankommen sollte. So. Ihr könnt mir übrigens gerne immer wieder Lösungsvorschläge in die Kommentare posten, wenn ihr wollt, wenn euch das gefällt und so weiter. So. Wir sind in Turm 2. Ah, okay. Man muss also doch diese Bottiche hier nehmen. Aber wie?
Oder wahrscheinlich muss ich hier das Schwert abrüsten. Ja. Ja, sehr schön. Wusste ich's doch. Ja, muhahaha. So. Bevor irgendwas passiert, legen wir das Ding wieder an. Alles klar, das wusste ich nun wirklich nicht, dass man dafür die Waffe erst ablegen muss. Hi. Herzlichen Glückwunsch. So soll es sein. Tritt ein. Oh, keine Monster diesmal. Na gut. Ja, da haben wir das Tor wieder. Entschuldigung. Na? Ah, jetzt verstehe ich das auch mit den fünf Türmen. Fünf Türme, fünf Kontinente. Aha. Ah, sehr schön. Und wir haben jetzt das Land quasi wieder geformt. Das ist eine verdammt coole Idee. Da ist wieder so ein Andromeda-Nebel. Und das sieht mir aus nach Australien. Kommt es hin? Oder ist es Nordamerika? Ich denke, es ist eher Nordamerika. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall gewittert es. 20 Euro für den Grafiker. Okay, was ist das jetzt? Ist das Regen? Keine Ahnung, sieht jedenfalls nicht so aus, als ob es da oft regnen würde. Ich tippe jetzt doch eher auf Nordamerika. Streich das. Das ist doch nie im Leben Nordamerika, oder? Oder ist es Afrika? Nee, Südamerika. Südamerika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Alles klar, somit haben wir zwei weitere Leute befreit. Ich bin dann mal gespannt, um was sich das nächste Kapitel dreht. Wir haben ja Kapitel 1 gehabt, ob es dann, keine Ahnung, sowas wie einen Zeitsprung gibt vielleicht. Oder ob sich dann ab dem fünften Turm, keine Ahnung, vielleicht irgendwie... Oh, hey, lauf hier lang. Du sollst nach rechts laufen, so. Nein, da sollst du nicht lang laufen. Oder ob es dann quasi eine neue Geschichte geben wird. So, das ist der erste Turm, da waren wir nicht. Ich frage mich auch, was es mit diesen grünen Kristallen hier auf sich hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt erstmal die neue Rüstung kaufen.